Ich glaube, das gibt ein bisschen eine längere Tour. Der Hampe, wo du führst, da wird noch alles verstaut. Ich glaube, der Markus, der hat schon einen Hungerrast, bevor das losgeht. Blick ins Ziel, der Berg auf. Ein lockerer Aufstieg durch einen schönen Waldweg. Sehr super, aber Äpfel und Bürsteine für allgemein ja. So gibt es ein kurzes Abfahrtchen und dann in die nächsten nach dem harten Waldumstieg ein kurzes Innehalten und Blick auf unser Ziel und den Berg auf die Linie. Ein kurzer Endspurt auf die Passhöhe vom Kabel. Schon fast auf dem Zahnfleisch fahren die letzten Spitzecke zum Caballo. Die 2,5 Stunden die Auffahrt hat sich gelohnt und bin versprochen, was ich selbst. Nach dem Gipfelsturm sind wir hier etwas gehabere. In der Zwischenzeit haben wir tolle Abfahrten gehabt und jetzt kommt der Gegenanstieg, wo Teil Leute offen fahren. Da kann ich nur sagen, Martin, quäl dich du Sau. Auf dem Molkenberg angekommen, Blick runter ins Paradies. Ich würde sagen, das wird jetzt unser Einkehrschwung. Da wird einmal richtig betankt. Wir sagen nicht, was es ist. Wir werden bedient von Martin ein schönes Molkenblättchen. Das gibt uns neuen Schub für die nächste knifflige Abfahrt. Eine halbe Stunde später zurück in die Tann. Da werden unsere staubigen Kehlen vom Singletrail wieder gereinigt. Der Martin ganz versunken. Ein schöner Ausklang von unserer
Karfreitagstour.